Hi Leute, was geht ab? Ich bin Chris und willkommen zu einer neuen Folge Forza Horizon 4. Ihr seht da oben, ich habe 3 Millionen, fast 4 Millionen. Und ja, ich wollte euch, lass mal hier Top Gear. Was wollen wir fahren? Ich weiß noch nicht. Das hier. Der Stuntfahrer, lass mal hinfahren. Ich habe auch ganz viele neue Autos. Und wisst ihr, warum ich jetzt fast die 4 Millionen habe? Weil ich den Rima Concept 2, ich habe Horizon Super 7 zweimal gemacht. Einmal mit euch ja und einmal alleine. Und da habe ich dann zweimal den Rima Concept 2 gekriegt. Und da habe ich den einmal verkauft. Ohne Tuning. Und da habe ich mir auch, ist mir aufgefallen, ich habe ganz viele Super Wheel Spins gehabt. Die habe ich dann auch alle geöffnet. Naja, das ist gerade der Wagen, mit dem ich fahre. Und ich habe mega viele neue Autos. Wollte ich auch noch erzählen euch. Und wir haben ja die 58 Abonnenten. Jetzt wäre so geil, wenn ihr noch die 60 Abonnenten voll macht. Natürlich, ich will dieses Jahr noch die 1000 Abonnenten, wenn es geht, voll machen. Würde ich mich riesig freuen. Also lasst eine positive Wertung da. Abonniert auch gerne den Kanal. Joint auf meinem Discord-Server. Folgt mir auf Instagram. Folgt mir auf Twitch. Folgt überall, wo es mich gibt. Ladet euch auch meinen Skin herunter und alles. Okay, Leute, es geht weiter. Mal an, wer da ist. Hast du Bock auf mehr Action? Ja. Bitte ich drauf. Okay, wir haben ein paar Straßen entlang der Küste absperren lassen. Fahr mit deiner Karre dahin. Das Stuntfahrzeug bekommst du später. Wenn du siehst, verstehst du's. Okay, mach ich. Jetzt fahr ich erstmal dahin. Dann mal ab zur Stunt Crew im South Moor. Und lass dich so lange warten, ja? Das gefällt dir nicht. Und Leute, falls euch das schon aufgefallen ist, wir haben Ton. Weil, ja, Urheberrechtsbeschwerde wegen dem Radio, was hier bei Forza Horizon immer ist, muss ich es erstmal irgendwie ausschalten. Und jetzt weiß ich, wie man es ausschaltet. Dann heißt natürlich ausgeschalten. Und ja. In 400 Metern rechts abbiegen. Das Auto ist voll geil. Wie es wir hier gekriegt haben. Ich weiß, es fährt sich komisch, auch mit Tastatur. Das Auto ist jetzt unbedingt nicht das Beste. Und am Wochenende war ich einfach in Polen. Habe ich auch auf Instagram. Fotos gepostet, also nur eins, und ich war halt an der Ostsee. Und ja, da sind wir dann von hier, wie heißt es? Bansin nach Polen gelaufen. Und ja, wollte ich euch nur erzählen. Da habe ich auch schon Fotos in der Instagram, meiner Instagram gepostet von der Ostsee. Von Polen habe ich nur ein Foto bisher gepostet, glaube ich, oder zwei, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall. Wow, das Auto finde ich geil. Warum nicht, ey? Und Leute. Leute, ab nächste Woche, also
Livestream. Nächste Woche Dienstag. Ja, nächste Woche Dienstag. Im Livestream habe ich ein neues Mikrofon. Razer Siren V2X. Ist dann da. Ist mega geil. Kann sie haben einen Stimmverzerrer per der Software. Was zu tun ist und dann bist du dran. Okay. Was ist zu tun? Ach du Scheiße. Diesmal gibt's keine Jets oder Sprünge, nur eine wunderschöne, rasante Fahrt auf der Küstenstraße. Soll der gleiche Film sein. Keine Ahnung, ich habe das Drehbuch nicht gelesen. Lol, er hat das Drehbuch nicht gelesen. Manchmal hat der Job eben auch seine Vorzüge, nicht wahr? Er hat einfach das Dreh... Die Kameras da sehen auch übelst geil aus. Szene 29. Schöne Fahrt. Action. Was ist die Szene 29? Das ist ein 90 Jahre alter Rennwagen. Der braucht eine starke Hand. Mach was du willst, aber fahr nirgendwo gegen. Alter, der fährt sich auch letzten Moment nicht so gut. Deswegen muss ich ja auf die Geschwindigkeit auch ein bisschen achten. Ich hab voll Angst, wenn ich den Fahrer, den Wagen hier, weil der ist halt schon, ja, ich darf halt keinen Unfall hier bauen. Und da, ja, er hat so auch so leicht. Das war nicht gut. Bis zum Leuchtturm. Mach schon. Vollgas auf der Geraden. Los jetzt. Okay, Vollgas auf der Geraden. Nein, 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 nein. Zum Schluss heißt jetzt nicht. Das war wunderschön. Also, die Aufnahme, das Auto, das Setting und all das. Und du bist auch nicht schön gefahren. Du hast es geschafft. Hallo. So. Wheelspin. Stuntbar. Fahrerstifter. Wheelspin freigeschalten. Und 162.000, ja. Fortune Island. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ich zeige euch jetzt auch mal die ganzen Autos. Das fahren wir gerade, den Dart Hemi Superstock. Und die TTS kennt ihr ja noch. Mono, weiß nicht, ob. Und das ist ein Bentley, habe ich mir auch mal. Und ich habe einfach dreimal den gleichen BMW E8. Dann den hier. Den. Der selten. Hier auch mal zweimal den gleichen. Den habe ich mir auch gegönnt. Den Lamborghini Huracan. Range Rover, ja, den kennt ihr, glaube ich. Und der ist auch neu. Lamborghini Cayenne, das sieht auch geil aus, Renault, Rima Concept, ja, und den Subaru. So.
geiles Ding, Alter. Lass den noch mal upgraden. Respins, habe ich welche? 10, oh shit. Alter, schwer, 10 Respins. Komm ich dir. Ja, 200.000. Ja. Was Tolles. Oh mein Gott. Ganz knapp vorbei. Ganz knapp, aber auch nur. Und das Dämlichste, was man kriegen kann. Irgendein geiles Auto jetzt bitte. Ach, komm, ne Rose. Irgendein geiles Auto oder Geld. Geiles Auto oder Geld. 45.000 geht. Ach, komm, ey. Es wäre doch alles besser gewesen, auch anstatt diese Hose. Ja, es geht. Oh, noch eine Drehung habe ich danach übrig. Irgendein geiles Auto, irgendein geiles. 100. Ja! Wenigstens. Jetzt bei dem letzten Drehung muss so ein mega geiles Königseck jetzt rauskommen. Königseck kommt jetzt. Bitten. Ach, ne. Diese Tanzmoves will ich sehen, wenn du wieder auf dem Podium stehst. Geh nach Hause, wenn du sie üben oder neue ausprobieren willst. Und hierbei habe ich auch meine eigenen Karten hier gemacht. Ja. Ja. Mal gucken, was hier. Oh. Oh, Meister, und fahre den Lamborghini Huracan. Filmset, ja, das war mein. Das war mein erstes, das zweite. Und das hier finde ich wirklich das Beste, die beiden. Nee, das? Ach, ich weiß nicht mehr ganz. Okay, Leute. Wo geht's als nächstes hin? Lass mal. Ey! Lass mal hier in das Neue. Warte kurz, wir wollten hier noch ein Upgrade verpassen und so. Waren das jetzt nochmal scheiße? Autos? Ich will einfach. Dann nehmen wir das hier. $50.000 holen wir. Und jetzt Markierung und Designs. Was gibt's denn hier für geile Sachen? Oh, das gefällt mir schon, das erste da oben. Aber es gibt bestimmt noch tolle, bessere, die ich besser finde. Dark Blue. Nee, dann nehmen wir das da vorne einfach mal. Wagen haben wir jetzt. Mir gefällt der. Jetzt. Auto suchen. Ich will Marke Toyota. Wo ist hier der Toyota?
Sehe schon tuned. Ich kaufe den jetzt. Abholen. Okay. Gut. Ist noch die rote Nacht da oben drin? Yep. Fährt sich aber geil, muss ich sagen. Das finde ich ein schöner Porsche. Ich mag den. Ein Kennzeichen ist abgefallen. So, Leute. Ja. Ja, warte kurz mal. Du wechseln. Den haben wir neu. Lambo. Und jetzt will ich mal den haben. Einsteigen. Ja. Warte auf Autolieferung. Geschossene Fotos. Ach. Ja, Mann. Entdeckte Straßen 145. Der ist auch für den Winter gemacht, der Toyota hier. Vielleicht sollte ich doch mal die Ansicht wechseln. Schwimmen. Ich mag den. Und es war 3 Sterne, 85 km/h. Der sich auch fährt. Ich mag das einfach. Ich mag sowas. Der fährt sich einfach geil. Der wurde für den Winter erschaffen. Ehrlich gesagt, glaube ich, der wurde für das Gelände geschaffen, aber ja. Ist doch eh dasselbe. Also eigentlich nicht, aber ja. Ich mag den Toyota. Ich mag Geländewagen. Die fahren sich so geil, finde ich.
Und schreibt noch in die Kommentare, ob ich mir so ein ja. Müssen wir uns auch filmen. Falsch. Mit dem Teil, das würde ich mir vielleicht nach dem Schaurennen holen. Da kommt die Lok. Flying Scoots, man. Lok, die Lok, die Lok. Lok. Flying Scoots, man. Schaurennen. Und es geht los. Im Winter ist sie noch schlimmer. Die Lok ist da oben. Nein, nein, er eiert. Der Wagen ist jetzt nicht mein Wagen. Der Junge, vor allem im Winter. Da ist irgendwas abgefallen bei mir. Mist. Das war nicht gut. Alter, die Lok ist da vorne. Scheiße. Erster, jetzt bin ich wieder Zweiter. Und geil. Das werde ich wieder als Titelbild benutzen. Sowas von nice. Ein Reh war da. Sogar zwei Stück. Das war auch schon geil. Dieses Schaurennen hier. Gibt es diese Schaurennen in echt? Weil es wäre ja übelst geil. Schreibt es mal wieder in die Kommentare. Hey, kennt ihr diese Overtime-Videos von Dude Perfect? Ich liebe diese Teile. Ich finde, die sind sowas von geil. So, Overtime. Vor allem die Anfangsmusik mag ich. Overtime. Was war denn das für eine Scheiße? Überschlägt sich doch. Abgeschlossen. Zweiter Platz von zwei. Kein Problem. Wir haben das Ganze so vorbereitet, dass der Zug umdrehen und normal fahren kann. Frag nicht wie. Das war ein Albtraum.
Third Rennrunde 3 abgeschlossen. 3. Und der Wagen wäre vielleicht ganz geil. Du solltest dich für die Frühlingsrennen qualifizieren. Ich habe da ein paar Veranstaltungen, an denen du sicher interessiert bist, aber keine Züge mehr versprochen. Diese Leitung ist dein Ticket für die nächste Runde. Kio hat mich beauftragt, den nächsten Champion für unsere Dirt-Serie zu finden. Was ich von dir so gesehen habe, hat mich mächtig beeindruckt. Wenn du dich weiterhin so qualifizierst, kannst du dir den Titel ratsfass verdienen. Was ist denn hier am nächsten dran, was wir freigeschalten haben? Das hier. Dann lass da, oder? Das hab ich noch. Gar nicht, das sind wir noch gar nicht gefahren. Genauso wie das da. Ich bin dort. Das bin ich.